Sie sind hier, 26. Oktober 2018, 11.08 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern der blinde Fußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli schoss das Tor des Monats im September. Urheberrecht Imago blinden Fußballer Serdal Celebi lost am 4. November die Achtelfinalpartien des DFB-Pokals aus. Der 34-Jährige hatte im September das Tor des Monats geschossen. Blindenfußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli lost am 4. November die Achtelfinalbegegnungen des DFB-Pokals aus. Der 34-Jährige hatte im September Geschichte geschrieben, als sein Treffer im Finale um die deutsche Meisterschaft zum Tor des Monats gewählt worden war. Celebi wurde diese Ehre als erstem blinden Fußballer zuteil. Die Rolle des Ziehungsleiters übernimmt Frauenbundestrainer Horst Rubisch. Die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird ab 18.00 Uhr in der ARD übertragen. Die Begegnungen des Achtelfinals werden erst im kommenden Jahr ausgetragen. Am 5. 6. Februar 2019 finden jeweils 2 Spiele um 18.30 Uhr und 2 Partien um 20.45 Uhr statt. So können Sie die Achtelfinalauslosung im DFB-Pokal live verfolgen. TV-Ticker, sport1.de von Sportinformationsdienst.